Jim Rogers, die Wall Street ist auch nur eine Straße. Jim Rogers ist ohne Frage der bekannteste Rohstoffexperte. Jemand, der alle Investments gesehen hat, bevor er sie investiert hat. Er ist zweimal um die Welt gereist und hat vor Ort sich angesehen, in was er wirklich investieren kann. Und er wirft für uns einen Blick in die Zukunft. Wo kann ich morgen investieren? Welches sind denn die Länder, die wirklich die Weichen richtig gestellt haben, um auch im Morgen erfolgreich zu sein? Die USA, Europa? Eher nicht. Eher asiatische Länder. Das werden die Länder sein, die Welt neu beherrschen werden. Da wird das Wachstum herkommen und da wird wirklich was passieren. Und was noch ganz wichtig ist, auf gar keinen Fall, wenn es die Wall Street Banker sein, die die erfolgreichen Leute von morgen sind, sondern es werden ganz klassisch die Bauern sein. Die Leute, die die Agrarprodukte besitzen. Denn die werden knapp. Die Menschheit wächst weiter und somit wird dieses Gut knapper. Wie ich investieren kann, wo ich investieren kann und wo sozusagen das große Ganze zusammenführt, das zeigt uns Jim Rogers in seinem neuen Buch. Denn wir merken uns, die Wall Street ist auch nur eine Straße. Michael Vaupel, mehr Geld verdienen mit Rohstoffen. 2012 war das Jahr der Rohstoffe, 2013 und 2014 schaut es für diese Assetklasse auch ganz gut aus. Die Frage ist natürlich, was muss ich als Anleger beachten? Wie kann ich in diese Rohstoffe, in diese Metalle, in irgendwelche Nahrungsmittel investieren? Und was ist ein sinnvolles Engagement sozusagen? Wie viel Geld muss ich dafür einplanen? Die Frage ist natürlich auch, macht Sinn, mir diese Rohstoffe wirklich in die Garage zu stellen? Vielleicht zum Beispiel eine Tonne Kupfer? Oder ist es vielleicht sinnvoller, in Papiere zu investieren, die diese Wertentwicklung von Rohstoffen perfekt nachbilden? Michael Vaupel beschäftigt sich seit Jahren mit dieser Assetklasse und er weiß genau, wo muss ich an diesen Märkten aufpassen, wo lauern Chancen, wo lauern aber auch Risiken. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel in Weizen, in Zucker, in Kaffee investieren wollen, sollten Sie bestimmte Dinge beachten. Und Sie sollten vielleicht auf ein paar Geheimtipps hören. Michael Vaupel stellt zum Beispiel ein strategisches Metall vor, das quasi in den nächsten Jahren top performen könnte. Was Sie alles beachten müssen, sagt Ihnen Michael Vaupel in mehr Geld verdienen mit Rohstoffen.